So, hallo meine Lieben da draußen und ein herzliches, wir würden sagen, Glück auf. Hier bei LS22 Neighbors. Ich stehe hier gerade mit der Kohli, also mit der Frau Kohl, mit der Renate und mit dem Nikolas wieder auf dem Hof rum. Moin, moin. Moin. Der Renate hat es gleich. Siehst du, ja, es ja, geht doch. Was ist denn mit dir? Die brauchen so ein bisschen Vorlaufzeit. Genau, und wir haben uns das letzte Mal über Saattechnik unterhalten. Und ja, also ich will mal gucken, was die dir vorbeibringen, Renate. Was hast du dir geholt, Nikolas? Ich habe mir eine Direktsämaschine gewünscht für Mais. Ach so, also eine Einzelkorn. Ja, ja. Eine Einzelkorn. Kruzifix, ja, eine Einzelkorn. Einzelkorn, ja. Nur das ist eigentlich auch sinnvoll, hä? Ja. Aber auch ein etwas größeres Gerät. Was hast du genommen? Die Wederstadt Tempo L16. Dritte Breite von, ich glaube, 12 Metern. Warte mal, du musst direkt mal reingucken, was? Warte mal. Einzelkorn? Aber sobald ich die hab, kannst du die auch mal ausleihen oder so, ist ja kein Problem. Du hast die L16, hast du dir genommen, oder was? Ja. Ah ja, naja, ist doch sinnvoll. Aber die braucht 300 PS, das Ding. Ja, müsste dein T7 eigentlich packen, ne? Nein, er hat 200, warte mal. Der T7, hat er den größten Motor? Ich glaube nicht. Was hat denn der für einen drin? Oh ja, 313, das glaube ich schon. Der Motor hat so viel PS wie meiner. Ja. Immer einen großen. So, na gut. Ich fahr mal auf meinem Hof. Was ist denn los? Warum warst du eigentlich hier? Was willst du? Eine Sämaschine. Ach so, ja, und, ist hier. Und mal also könntest du. Halten. Ja, ist richtig. Ist wir richtig. Ich war ja jetzt nicht da, weil, ja, du weißt ja. Ja, 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 ich weiß schon. So, naja, aber ich habe gerade Besuch auf dem Hof wegen der Wolle. Und. Was? Da muss ich mal, ja, ich habe Wolle zu abzugeben. Ach so. An Biohof, weißt du? Die verarbeiten doch meine Wolle. Ja. Ja, genau. Und dann muss ich mal rüber und das ausladen. Nikolas, du verarbeiten die in Petri, hä? So, bis später. Ja, genau. Renate, hau rein, mach's gut, tschüssi. Tschüss. Ah, du Mann, ich sag nur Hölle, 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 ne? Ja, das stimmt. Hast du recht. Junge, was sagst du dazu? Hast du dir nur Evers liefern lassen, oder was? Ich war jetzt gerade eben auch noch nicht da, also ich weiß nicht, ne? Aber was sagst du dazu? Der sieht wieder aus wie neu, ne? Nee, aber ich meine, hast du dir nur einen Wunsch geäußert oder zwei? Ja, und ein Händlergutschein, aber ich weiß nicht, ob ich da nett genug für war. Lieb genug. Ja, hat er hier gekriegt. Seine zwei Sachen. So. Gut. Der sieht wieder aus wie neu da. So. Boah. Ja, was denn, hast du mal geputzt, willst du mir damit sagen, oder neu aufgebaut irgendwas? Nee, das war vom Unfall halt so verbogen und was weiß ich war, ne? Ach ja, stimmt ja, du hattest ja den Unfall. Ja, übrigens, weißt du an was der mich hier vorne erinnert? Hm? Der Case, von der Front her, ne? Ja. An so einen alten Cedro. An die älteren Cedro. Tja, kann sein, was ne? Hier, wenn du so ein bisschen von der Seite guckst, sieht ein bisschen aus wie Cedro. Ja, ist aber kein Cedro. Nee, das ist schon klar. Nee, aber es. Von der Seite natürlich nicht mehr, aber von vorne so ein bisschen. Kabine hat bis auf die. Ja, bis auf diese Seitenscheiben hier und die Spiegel und die Rundumleuchte hat die Kabine nichts großartig gekriegt. Ja, der Kotflügel, der war dezent verbogen, aber. Ja, alles, ne? Ja, gut, das kann man ja alles wieder herstellen. Hast du bei dem Anhänger übrigens eigentlich jetzt auch noch was zu meckern oder ist das so in deinen Augen Verkehrs. Warum? Was hab ich dir gemeckert? Ja, wie ich immer mit dem Rudolf da rumfahre, ne? Ach so, ne, das geht ja gar nicht. Ne, das ist ja alles in Ordnung. Ah, der hängt ja jetzt hier in der Ackerschiene, der hängt ja tiefer jetzt da. Das, ja, ja. Das ja, heißt, ja. Das ist eine andere Kupplung, ist das, ne? Das ist ja keine Ringfeder oder so. Ja, ja. Ja, das ist sonst anders, kriegst du ja gar nicht hin. Ne. Ne, ne. Ne, ich hab damit Käse und Honig weggebracht. Deswegen. Ja. Bin ich ja jetzt auch bei dir, weil ich gerade hier hinten den verkauft habe. Da dachte ich mal, fahr ich mal vorbei. Ja, ist doch schön. Und ja. Was hast du denn gekriegt? Was Käse und Honig? Okay, also Käse habe ich ordentlich was für gekriegt. Da muss ich noch mal kurz hier in mein Tablet gucken, was da so der Preis war.
Aber 15.000 bestimmt. Leute, das ist natürlich nicht ganz schlecht, ne? Ja. Das ist ja. Und der Honig, der war jetzt auch. Der. Ja. Ich glaube, was habe ich dafür gekriegt? Bei 1.000 oder so. Ja. Ja, waren. 4,5 oder 5,5 Paletten, glaube ich. Ja, die produziert ganz gut, hä? Ja, ich habe ja jetzt nicht so viel Stöcke da stehen, also. Ja. Ja. Nee, ich meine deine Käseproduktion. Ja, okay, doch, ja. Ja, wenn man die jetzt, sag ich mal, täglich leert, ja. Dann ist gut, ne? Ich könnte auch theoretisch mir das Palettenlager daneben bauen. Dann müsste ich aber ein Feld dazu kaufen, sonst geht das nicht. Dann könnte ich das da sammeln und dann alles auf einmal wegbringen, ne? Das wäre natürlich eigentlich fast sinnvoll, ne? Ja, aber ist dann auch wieder ein Kostenfaktor, wo man überlegen muss, ob das Sinn macht oder nicht. Das stimmt allerdings auch wieder, da hast du recht, ja. Ja. Naja, fein. Na gut, du, aber Nikolas, ich muss auch mal aufs Feld, sonst wird's bei mir rotze. Jo, ich bin nämlich gerade am Kartoffeln legen, weißt du? Ja, wenn du irgendwie meine Dinge ins meine Einzelkorn mal brauchst oder so, sag Bescheid. Ja, ne, klar. Auf alle Fälle. Und dann hier andersrum genauso, ne? Ja. Das machen wir. Gut. Na gut, fein. Dann machen wir das mal so. Und, muss ich mich hier was wegdrücken? So. Gut. Also dann, Nikolas, bis später, hä? Jo, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. So. Da kannst du mal einen Prüfer vorbeischicken. Echt tot, ja. So. Warte mal, jetzt müssen wir aber erst mal hier. Zack. Und das müssen wir mal einschalten. Warum sehe ich denn jetzt die Spuren schon wieder nicht mehr hier? Das ist doch zum Kotzen. Und jetzt müssen wir es noch anders machen. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die Spuren nicht sehe. Ja, blöde. Man muss ja einschalten, den Rotz. So, gut. Na fein, dann haben die doch hier richtig Gas gegeben. Das fetzt mir schon mal wieder. Ja, der Obstmannfred hier, grüße. Servus, der Stefan hier. Servus, der Stefan hier. Oh, war zu komisch. Ja, Stefan, grüß dich. Was geht denn ab? Ja, ich habe es beim Jan angerufen. Ja. Also, der hat den Ausbringer schon ausgelagert. Ah, okay, alles klar. Mit Schmitzen holen, ich würde nämlich dann auffahren. Kannst du machen? Ja, machen wir. Ich muss jetzt auch schon mit meine Kartoffeln einkloppen. Ja, ich fahre jetzt nämlich den MF, weil bei uns, falls jemand mitfahren möchte, bei uns am Wald, der hängt aktuell der Beifahrersitz. Oh, okay. Mhm. Das ist natürlich auch nicht das Allerbeste, hä? Ja. Und ja, bei uns Milch-LKW, bei dem wird der Fahrersitz, haben wir ein bisschen umbaut. Also der kriegt einen richtigen Beifahrersitz, wo ich ja Leute mitnehmen darf. Ach so, hast du den Besitzer noch nicht? Nee, der ging ja letztens gar nicht. Ach so. Ja. Ja, da hat die. Da ging das, war der Sitz nicht ganz verkehrskonform, weil da niemand mit drauf fährt. Ach so, ja, ich verstehe schon. Und ja, wir haben schon bei der Bestellung. STVO-technisch ja, irgendwie ein bisschen Problem sitzt da. Wir haben da auch schon gesagt, ihr braucht nicht den besten Sitz jetzt einbauen, weil braucht niemand nicht. Ja.
Aber jetzt kommt der nächste Woche noch zum Janlauf. Ja. Und da wieder umbaut. Nee, alles gut, hol mal das Ding. Das ist ja in Ordnung. Ja, ich bin wieder am Händler. Ach so, du bist schon drüben. Ja, ich bin mit uns MF gleich losgefahren. Sehr gut, sehr das gut. Guter Mann. Farmtech-Fahrt vom Oscar. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, was der hat und was nicht. Hat der Oskar gerade 10 Kennzeichen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da steht M-E-M-H drauf. Aber, warte mal, gehen wir zum Janne. Ah, das ist ja ein falscher Typ wahrscheinlich vom Kennzeichen. Na ja. Hier in Witzdorf haben die ja die Vierer. Also der... auf dem Fahrzeugschein steht, dass es ein Oscar gehört. Ah, ja, dann ist doch alles gut. Mit. Ja, nimm mal mit. Nimm mal mit und dann tun wir das hier oben herstellen. Ja. Das ist alles gut. Jo, dann komm ich gleich nochmal vorbei. Jo. Ich muss mir bloß noch einen Schlüssel geben lassen. Ach so. Verstehe ich. Ja, bis dann. Bis dann, tschüssi. So. Gut, meine Lieben, das ist auf alle Fälle auch schon alles ganz geil. Ich habe wieder das Problem, dass das hier alles verschwommen ist, so komisch. Ach, ich verstehe es nicht. Seht ihr das? So in die Tiefe rein ist alles so ein bisschen verschwommen. Ist immer nur auf dem Server. Naja. Auf alle Fälle haben wir hier gleich erst einmal die ganzen Kartoffeln gleich drin. Das freut mich natürlich sehr. So. Cool, ihn nochmal anrufen. Nee, da ist sie wieder nicht da. Bin nicht mit der. Ist sie wieder nicht erreichbar, ist ja furchtbar. Ja, der Obst, Manfred, hallo. Servus, der Stefan nochmal hier. Jo. Der Jan, der hat bloß einen Schlüssel gehabt vom Skillifas. Und den hast du. Also, stehst du bei mir am Hof? Nein, ich stehe ja noch am Händler, aber ich fahre jetzt. Kann ja schnell zu dir fahren. Ja, komm mal rumgefahren, dann gebe ich ihn doch schnell mal. Ja. So, gut, bis gleich, ja? Oh, weil es ja jetzt auch noch anfängt zu regnen, das ist ja ganz furchtbar. So. Und mal gucken, wo wir den haben, den Schlüssel. Brrr, ist das nass.
So. Jetzt wollen wir mal gucken. Also sprach Zarathustra. Ja, der Obst Manfred hier, hallo. Ja, die Renate hier, hallo. Hallo. Ich hab vielleicht das gleiche Ding gekriegt wie du. Ach so? Na klar. Ja, das ist doch aber gut. Ja, das ist spitze, das ist klasse, das freut mich. Kann ich jetzt hier ansehen? Ja, das stimmt. Oh, nee. Kannst du... grüß dich, warte mal kurz, ich hab die Renate noch am Telefon. Jo. So, warte mal, ich muss ja. So, hier ist der Schlüssel. Renate, warte mal ganz kurz. Ja, soll ich auflegen? Dann fahr ich mal. Ha, guck mal, ob's geht. So, bitte. Jo, ich schau mal. So. Hier, Renate? Ja. Wollte ich vorhin anrufen, aber ich weiß nicht mehr warum. Das weiß ich auch nicht. Was siehst du an meine Sachen wahrscheinlich mit, ne? So Gummihörser. Ich weiß gleich gar nicht, ob das bei mir auch so kommen hörse war, was ich wollte. Was deine Mutti hier... Was ist jetzt? Ich weiß nur was von der Sorgum hörse. Hier! Renate? Was ist denn was... Ist dir das schon mal passiert, dass du dich aus Versehen auf den Beifahrer setzt? Nee. Und, aber an den überkommst du auf den normalen Sitz? Nee. Was ist denn nun jetzt? Was mache ich denn jetzt? Aussteigen? Ja. Ich... Zur anderen Seite einsteigen? Nee, geht auch nicht. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, mit der man sich umsetzen kann? Oder mit warum ist denn so mit Beifahrer schon wieder? Was ist das für was? Ich hab jetzt gerade gar keine Ahnung so richtig, warum ich hier nicht. Na ja, gut, warum hast denn du mich angerufen eigentlich jetzt? Ja, um dir zu sagen, was ich hier Tolles gekriegt habe. Ach so, ja, fein. Das ist gut. Musst du dir noch ein bisschen Dünger kaufen, dann kannst du das alles hier. Na schön. Ich glaube, ich hab das sogar. Ach so, ja. Na, das hat gut. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Was ich hier noch hab. Ja, ich glaube, ich muss einmal wieder welche bestellen. Die hab ich auch nicht mehr. Ich kann hier in meinen Traktor nicht mehr einsteigen. Das ist voll Rotz. Also ich stell mich aber immer... Aber vorhin ging's noch. Gerade eben ging's noch. Ich setz mich auch gerade nur auf den Beifahrersitz die ganze Zeit. Na, das ist natürlich Mist. Ja. Das ist natürlich wirklich ein bisschen Rotz. Machen wir jetzt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie ich noch machen soll. Na ja, gut, meine Lieben, das lernen wir in der nächsten Folge. Lasst gerne mal ein Däumchen da, wenn es euch passt. Und, ja, macht die Kommentare voll. Würde mich natürlich sehr freuen. Bis dahin, macht's euch schon mal gut. Wir sind auch schon mal raus, meine Lieben. Tschüss und ciao. Tschüss.